Hey, ich bin jetzt nach knapp 3 Monaten Schweden zurück in Deutschland. Und ja, ich fühle mich irgendwie sehr fremd hier. Es ist so komisch, auf einmal wieder so viel drin zu sein. Auf der anderen Seite möchte ich auch gar nicht richtig rausgehen, weil es sich so witzlos anfühlt im Vergleich. Weil das, was hier jetzt in der Umgebung zumindest an Natur ist, das ist wie so eingesperrte Natur irgendwie für mein Empfinden. Das ist so, jetzt werde ich irgendwie sentimental, aber. Es ist so ein bisschen, als würde man sich Tiere im Zoo angucken, wie eine Kulisse, ein bisschen Hain, weiß ich nicht, letzter Hauch von Alibi Natur. Und es ist auch so, dass ich das auf einmal als total störend empfinde, hier ständig was zu hören. Also, dass irgendwie immer die Straße zu hören ist und es lenkt mich viel mehr ab als vorher. Da merkt man, dass alles ja auch Gewohnheit und relativ ist. Aber gerade finde ich das echt schwer zu ertragen. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass ich diese Ruhe und die Natur schon sehr vermisse. Auf der anderen Seite ist das jetzt eine gute Gelegenheit, um nochmal richtig auszusortieren. Denn auch da war das jetzt natürlich wieder sehr hilfreich, mit weniger Sachen unterwegs zu sein. Und alles, was ich zusätzlich jetzt noch hier habe, kommt mir jetzt schon wieder wie zu viel vor. Es ist einfach noch zu viel für mein Empfinden. Und das ist ja bei mir immer mal wieder so, dass es so neue Phasen gibt oder gerade wenn ich in so einer Umbruchphase bin, dass ich dann merke, oh, ich muss und kann und will doch noch mehr aussortieren. Und jetzt ist auf jeden Fall wieder so ein Punkt. Ja, jetzt möchte ich dann die Gelegenheit, dass ich hier bin, nutzen, um auszusortieren und ein paar Sachen zu erledigen. Und dafür ist das ja dann auch gut. Also, jetzt geht's weiter. Ich habe jetzt alles, was ich so an Kleidung habe, einmal neben mir aufgetürmt. Also auch mit Schal und mit Jacken und solchen Sachen. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem viel mehr, als ich gedacht hätte. Und dann auch noch so Sportsachen drin und solche Sachen, die ich eigentlich eh nie benutze, ehrlich gesagt. Also da werde ich einiges aussortieren können. Das ist nämlich tatsächlich meine Lieblingsmethode, eigentlich wirklich auszumisten, dass ich alles einmal auf einen Haufen schmeiße und dann sieht man nochmal, wie viel das ist. Und ja, jetzt gehe ich jedes einzelne Stück durch und nehme es einmal in die Hand und schaue, ob ich das wirklich noch brauche. This video explores the power of silence and following four benefits of being silent. 1. The quieter you are, the more you hear. The mystic and poet Jalal al-Din Muhammad Rumi once realized that the quieter we become, the more we're able to hear. Similarly, Lao Tzu wrote, "Those who know do not talk. Those who talk do not know." Being quiet helps us learn about the environment and recognize dangers and opportunities that we would have skipped if we were too busy talking. So, das ist jetzt, was ich alles noch behalte an Kleidung. Ja, ist immer noch nicht so wenig, finde ich. Wie es vielleicht sein könnte. Muss nur mal gucken. Aber besser. Also, da habe ich jetzt eine normale Jacke, also eine dünne Jacke, eine Regenjacke und eine dickere Jacke. Und da unten, das rote hier, ist ein Poncho. Der ist sehr schön für zu Hause, wenn man es sich ein bisschen wärmer machen will. Und dann habe ich hier ein Festkleid. Hier ist dieser Haufen, das sind einfach meine Strumpfhosen. Das restliche sind nämlich Kleider. Hier das linke sind eher so sommerliche Kleider. Und dann das sind eher so herbstliche, winterlichere Kleider. Dann sind hier Röcke und Pullis und zwei Schals und ein Bikini und drei Hosen. Ja, einer ist eigentlich auch nur so zum. Ja, wenn man was streichen muss oder so. Ich trage ja viel lieber Röcke und Kleider, wie man vielleicht sieht. Aber ja, das ist es jetzt, was dann bleibt. Hier habe ich alles hingemacht, was ich wegtue. Da sind auch einige Oberteile und Kleider. Vor allem Kleider. Hier links sind noch einige Tücher und Schals, alle Sportsachen eigentlich. Dann so eine Regenjacke, die. So eine Pseudo-Regenjacke, die schützt nämlich gar nicht. Und hier habe ich schon eine Tüte, auch mit Pullis vor allem und Kleidern, die ich auf jeden Fall in den Secondhand-Laden bringe. Und die anderen Sachen, vielleicht stelle ich noch welche bei Kleinanzeigen rein, aber ich glaube, das lohnt sich gar nicht so richtig. Wahrscheinlich bringe ich die einfach in meinen Lieblingsladen alle. Ich habe jetzt mal all meine Spiele zusammengesucht und das wird mir schwer fallen, glaube ich, die auszusortieren. Aber ein paar Sachen können weg. So, die Spiele können weg, also die verkaufe ich. Bei denen bin ich mir noch unsicher. Und
Die werde ich bei meiner Schwester zwischenlagern. Dann kann die in der Zwischenzeit spielen und irgendwann kommen die vielleicht zurück. So, das Ausmisten ist etwas eskaliert und das ist jetzt mein Wohnzimmer. Tada! Schön, ja, wie man sieht, habe ich jetzt gar keine Möbel mehr. Aber das liegt nicht daran, dass ich jetzt ohne Möbel hier weiterlebe, sondern ich habe meine Wohnung gekündigt. Nächste Kündigung meines Lebens. Und eine große, weil ich habe mir auch gar keine neue Wohnung gesucht. Sondern, wie erkläre ich das jetzt am besten? Ich möchte nicht mehr in Deutschland leben. Das kann ich mir aktuell gar nicht mehr vorstellen. Ich hatte ja schon ein bisschen was dazu gesagt, warum und was sich hier nicht so toll für mich anfühlt, aber das ist natürlich auch noch nicht alles. Trotzdem, grob gesagt, fand ich es halt einfach in Schweden so viel schöner und ich möchte jetzt gucken, ob ich in Schweden einen Ort für mich finde. Ich habe noch nicht so eine richtig eine Ahnung, wann wie wo, aber mein Plan ist jetzt, dass ich nach Schweden fahre. Ich habe mir schon für die nächsten 3 Monate Airbnbs gemietet. Drei verschiedenen Regionen und ich möchte das Land jetzt ein bisschen besser kennenlernen und ja, einfach die Ecken erkunden, die Sprache lernen, von dort aus arbeiten und einfach genießen, in mehr Natur zu sein und möchte dann schauen, was sich daraus ergibt und ob ich da vielleicht eine Ecke für mich finde, in der ich denke, oh, hier könnte ich wohnen oder vielleicht merke ich auch, dass es doch nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe. Mal schauen. Aber Deutschland ist es gerade nicht und deswegen ist die Wohnung hier weg. Und heute ist der Tag meines Auszugs. Eigentlich wollte ich noch besonders viele Sachen leer kriegen, bevor ich ausziehe, aber das habe ich nicht alles geschafft. Vor allem, wie man sieht, habe ich mehrere Sonnencremes und das sind noch nicht alle. Da habe ich ja noch die, die ich eigentlich am liebsten benutze. Die ist in meiner Tasche. Und guck mal, die ist schon fast leer. Leider doof mit so einem Thermometer, wird man so ange. Also da hat man diese weiße Schicht und es fühlt sich an, als würde die einen trotzdem nicht richtig schützen. Die ist natürlich eine schreckliche Marke, habe ich nur geholt, weil ich in Schweden keine Sonnencreme hatte und die hatten nur solche. Und dann dachte ich, mit Kids sensitiv sind vielleicht nicht so viele schlechte Sachen drin, sind sie aber trotzdem, ist trotzdem die einzige, die brennt. Und die Marke ist auch sehr gut, aber eigentlich auch fast leer. Und da war ich nicht sehr effizient. Und hier die Sachen kann ich noch mitnehmen und ja. Und dann ist alles drin. Das Wetter spielt mit, es ist sehr schön verregnet. Aber ist ja nicht schlimm, weil ich habe ja auch gar nicht so viel, was jetzt noch getragen werden muss. Ich habe tatsächlich fast alles, was ich hatte, verkauft oder verschenkt oder irgendwie weggetan. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich noch habe. So, das sind alle Sachen, die ich noch aufhebe. Die stelle ich bei einem Freund unter und irgendwann brauche ich die vielleicht wieder, wenn ich eine Wohnung habe oder ein Haus. Genau, ja doch. Die werde ich wahrscheinlich dann wieder brauchen. Das sind so Unterlagen und verschiedene, so Bettzeug und ja, noch Restkleidung für anderes Wetter dann. Und Bücher, Spiele. Küchenzeug, habe ich das schon gesagt? Ich weiß nicht. Genau, das ist einmal das. Und hier drüben ist alles, was ich mit auf die Reise nach Schweden nehme. Vor allem eigentlich natürlich mein Laptop zum Arbeiten und warme Sachen. Also Sachen, die ich schichten kann, damit ich jetzt, wo es dann doch immer kühler werden wird, hoffentlich nicht erfriere. Also die Reise in den Norden ist jetzt für mich natürlich auch ein kleiner Test, wie ich mit den Wetterbedingungen zurechtkomme. Denn ich war jetzt natürlich auch in Schweden, wenn es das perfekte Wetter für mich war. So mit 20 Grad oder so. Ich mag es weder zu heiß noch zu kalt eigentlich. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Winter seinen gewissen Charme hat. Und ich möchte in den Norden von Schweden, wo es nicht so dicht besiedelt ist und wo es mehr Natur gibt, aber eben auch längere und kältere Winter. Also wird das jetzt natürlich Teil des Tests sein. Und ich denke, bevor man sich entscheidet, wo man wirklich endgültig hinzieht, auch in welche Region, sollte man sich so ein bisschen mit den Gegebenheiten zu verschiedenen Jahreszeiten und unter verschiedenen Bedingungen beschäftigt haben. Und ja, das werde ich jetzt testen. So, hier ist gleich die Übergabe. Also mache ich erstmal noch ein bisschen weiter und ich melde mich wahrscheinlich erst wieder aus Schweden.